Sie werden unsere Liebe niemals akzeptieren. Ein Vampir und eine Sterbliche. Schnell, Liebster, beiß mich. Du wirst unsterblich sein und niemals alt werden. Aber meine Altersvorsorge. Mit Riester-Förderung und Sparkassenvorsorge Plus hier und Vorsparplan. Alt werden lohnt sich. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Ja, ehe wir jetzt gleich die Pressekonferenz vor dem Spiel in Stuttgart einfangen, jetzt nochmal ein kleiner Einblick in die Vorbereitungsarbeiten zur Fanshop-Eröffnung, die dann morgen stattfindet. Und da sieht man, hier ist schon richtig kräftig etwas los und hier wird dann gleich auch die Pressekonferenz stattfinden. Gehen mal kurz hier durch. Ja, und dann geht es jetzt erstmal zur Pressekonferenz. Morgen zur Eröffnung des Fanshops sind wir wieder hier mit von der Partie. Ja, dann guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Heute mal an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Zwei Tage vor unserem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart 2. Und noch einen zusätzlichen Anlass haben wir heute, denn morgen ist die feierliche Eröffnung unseres neuen Fanshops hier in der Haupttribüne und wir sind deshalb extra hierher gekommen, damit sich jeder auch schon mal vorab ein kleines Bild machen kann. 120 Quadratmeter sind das insgesamt, auf denen künftig also die Kickers-Fans alles finden können, was das Fanherz begehrt. Ich habe vorhin schon mitbekommen, der ein oder andere Spieler war heute auch schon da, hat sich hier auch schon mal einen Überblick verschaffen können, was es da zukünftig alles gibt. Und ich darf jetzt die Runde hier vorstellen. Zum einen von der sportlichen Seite unseren Trainer Ari van Lent, unseren Mittelfeldspieler Matthias Schwarz und ich freue mich auch ganz besonders, dass der Oberbürgermeister von Offenbach, Horst Schneider, heute hier ist. Und weil wir gerade beim Thema Fanshop sind, ja vielleicht auch ein kurzes Statement von Ihnen. Was ist so Ihr erster Eindruck, nachdem Sie eben ja schon mal die Gelegenheit hatten, kurz hier durchzulaufen? Ja, ich bin ja zwar nicht täglich, aber wöchentlich hier und freue mich über jeden kleinen Fortschritt und habe auch in den Laden schon reinschauen dürfen. Und das ist wieder ein kleiner Schritt nach vorne für den Bauch, für die Emotionen, für die Fans, für die Tradition. Ja, das Museum haben wir 200 Meter weiter nördlich und das ist ja, was Kickers Offenbach ausmacht. Tradition und sich für die Zukunft aufstellen, das kriegen wir mit dem Stadion hin. Da gehört eben heute auch dazu, dass man eine Bank nebendran hat, dass man hier einen Laden hat, dass man noch mehr Flächen hat, die man vermieten kann. Die Stadt ist ja Eigentümer dieser Liegenschaft und jeden Quadratmeter, den wir vermieten, refinanziert die Baukosten ein Stück. Ja, das muss auch bei der Gelegenheit immer gesagt werden. Und wenn das jetzt schön auch medial rüberkommt, denke ich, werden die Interessenten noch zahlreicher. Mhm. Morgen also die große Eröffnung. Da ist dann jeder eingeladen, nicht nur die Fans, sondern natürlich auch die Presse zwischen 10 und 20 Uhr. Im Hintergrund können wir sehen, gibt es die letzten Arbeiten, die letzten Vorbereitungen. Es gibt morgen auch mehrere Autogrammstunden. Insofern lohnt sich also ein Besuch in der Zeit zwischen 10 und 20 Uhr. Das sind dann auch die neuen Eröffnungszeiten von montags bis freitags. Und zusätzlich ist der Fanshop auch am Samstag immer von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ja, auch vielleicht mal von der sportlichen Seite, Ari. Dein Eindruck, wenn du hier in diesen Räumlichkeiten stehst? Ziemlich rot-weiß, muss ich sagen. Und nein, das muss so sein. Ich glaube auch, so ein Verein braucht auch einen vernünftigen Fanshop. Und ich glaube, das ist hier auch gemacht. Ich glaube, direkt am Stadion ist es optimal. Und ja, wie gesagt, ein paar Spiele waren schon hier. Bestimmt wenig Poster überall abzukaufen oder von der Wand zu reißen. Deswegen werden auch bestimmt viele von denen hier sein.
Matze, hast du auch schon was gefunden, was dir besonders gut gefällt, was du hier kaufen wirst, vielleicht morgen gleich am Eröffnungstag? Ja, da muss ich nochmal durchschauen, aber ja, es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Also es hier Feuerzeuge, alles Mögliche, was ein Fan brauchen kann. Ja, alles sieht alles gut aussieht. Okay, dann kommen wir zum Spiel am Samstag beim VfB Stuttgart 2. 14 Uhr geht's los und ich kann mich noch gut erinnern an das Hinspiel. Da warst du nämlich am Tag des Spiels verpflichtet worden. Hattest am Abend dann gleich deine Premiere und hast sogar auch mit dafür gesorgt, dass es 1:0 zustande kam als einer der Vorbereiter. Wenn du jetzt vor dem Rückspiel Revue passieren lässt, dieses erste halbe Jahr, wie war das für dich beim UFC? Ja, das war sehr positiv. Also ich bin sehr gut aufgenommen worden und ja, bin schnell in die Mannschaft integriert worden. Gleich am selben Tag noch gespielt dann, wo ich unterschrieben habe und ja, freue mich jetzt hier spielen zu können. Also es hat sehr schnell alles geklappt dann. Mhm. Was hast du noch für Erinnerungen an das Hinspiel, an den ersten Einsatz, so zum ersten Mal in diesem Stadion und dann auch noch gegen die Ex-Kollegen, ja, wo du vorher gespielt hast? Ja, es war für mich persönlich auch was Besonderes gegen meine Ex-Mannschaft, gleich das erste Spiel. Und ja, hat viel Spaß gemacht, weil wir am Ende auch noch gewonnen haben. Nun kehrst du ja auch zum ersten Mal zurück am Wochenende. Ist das mit besonderen Emotionen verbunden? Wie ist das für dich? Ja, für mich schon, weil ich halt noch viele Spieler, die jetzt da spielen, kenne. Aber im Prinzip ist es ein Spiel wie jedes andere. Es gibt 3 Punkte zu vergeben und die wollen wir holen. Gibt es noch Spieler, du hast gesagt, du kennst noch viele, zu denen du besonders guten Kontakt hast? Und wenn ja, welche sind das? Ja, zum Beispiel mit Tobi Rathgeb habe ich jetzt am Mittwoch erst telefoniert. Und ja, mit Dani Vier habe ich auch noch öfter Kontakt. Das sind so die Spieler. Wie ist da so der Kontakt in der Woche vor so einem Spiel? Ja, ganz normal. Wir haben telefoniert nach dem Spiel am Dienstag. Die hatten ja auch ein Spiel am Dienstag. Haben wir kurz drüber gesprochen, aber ja, das war es auch schon. Okay. Ari, schauen wir auch ein bisschen voraus. Was willst du den Jungs sagen? Machst du noch einmal so wie im Hinspiel oder wie gehst du diese Partie an? Ja, also vom Ergebnis her würde mich freuen, ob ich da auf der Art und Weise, wie wir es gegen Stuttgart im Hinspiel gemacht haben, war auch sehr unter der Woche sehr gut und klar, wir sind jetzt ein halbes Jahr weiter und ist alles ein bisschen anders geworden. Und wir haben damals den Schwarz dazu bekommen, weil Stuttgart den nicht haben wollte. Dann haben wir alles, was niemand haben wollte, haben wir geholt, denn hier, was kein Geld gekostet hat und für die 400-Euro-Job hat er gerne angenommen hier. Also ich muss ganz ehrlich, wir freuen uns aber, dass er dabei ist und das weiß auch, dass wir das unheimlich zu schätzen wissen, dass er bei uns ist. Und werden wir das Spiel zurücksehen, auf wir jetzt für die nächsten Tage. Ja, fahren wir nach Stuttgart und ich kann einfach sagen, ja, Stuttgart ist eigentlich seit Jahren schon eine Mannschaft, die eigentlich als Zweitvertretung eigentlich immer das Beste macht und sind wir sehr gewarnt. Die haben jetzt auch gegen Heidenheim, die haben zwar jetzt 3-2 verloren kurz vor Schluss, haben gegen Heidenheim knapp verloren, haben zu Hause gegen Regensburg gewonnen, in Saarbrücken 0-0, alles dieses Jahr und deswegen sind wir schon gewarnt. Also die haben jetzt, so ähnlich wie die Zweitvertretung immer ist, sehr große Kader, die sich von Woche zu Woche wechseln. Und dementsprechend ist das dann immer eine kleine Überraschung, wer dann am Samstag meistens aufläuft. Was kannst du zur personellen Situation sagen? Maximilian Alschwede haben wir ja veröffentlicht. Wie ist der Stand bei Elton da Costa, nachdem er ja auch mit Verdacht auf Zerrung am Dienstag das Spielfeld verlassen musste? Ja, Verdacht ist soweit, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, so bestätigt, dass er am Samstag nicht mitfahren wird, also morgen nicht dahin. Und es ist ja, es kommt, glaube ich, aus dem Beckenbereich oder Rückenbereich. Also wenn wir Glück haben, wird es nicht so lange dauern. Also ein Riss ist auf keinen Fall Zerrung. Ich weiß nicht, ob es sich dadurch auf den Muskel ausgewirkt hat, ob der dann mit Zerrung rausgekommen ist. Auf jeden Fall kommt es aus dem Beckenbereich. Und das hat ihn ein bisschen gestört. Und ich hoffe, dass er dann demnächst wieder bald fit sein wird. Alles andere, ja, Maxi ist bekannt. Sonst habe ich gerade von Dieter Schäfer grünes Licht für alle bekommen, also dass alle die 2 Spiele gut verkraftet haben diese Woche. Gut, dann Dankeschön und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zu der Costa, du sagst, möglichst bald zurück. Könnte sein, dass er schon unter der Woche spielbereit sein könnte oder ist es ausgeschlossen? So, sorry. Wolltest du nicht wiederholen, wie sonst? Brauchst du nicht? Nee, okay. Geht um Elton da Costa, wann er wieder dabei sein kann.
Ja, möglichst bald. Das kann natürlich Mittwoch sein. Also das hoffe ich, dass er mit dem Kader zustoßen wird oder dann spielen kann. Sonst möglichst bald. Ja, 7 Tage ist ja nicht viel dann für so eine Verletzung. Oder ob es dann letztendlich gegen Osnabrück ist, das kann ich jetzt nicht beantworten. Gibt es weitere Fragen? Also ich glaube, es geht jetzt um die Position in der Viererabwehrkette, die Maximilian Altschwede zuletzt besetzt hat, und die Frage nach der Alternative, Christopher Lamprecht, der ja auch lange verletzt war. Ja, und eigentlich noch ist, ich denke, dass er auf einem guten Weg ist. Ich glaube, dass er jetzt schon mit dem Lauftraining angefangen hat. Diese Woche wird das alles jetzt auch gesteigert. Hat eigentlich so weit das grüne Licht, dass er dann so mitmachen kann, ja, damit er keine Probleme oder Schmerzen hat. Und das wird er dann auch die nächste Woche noch machen. Und ich hoffe, dass es dann gut anschlägt, dass er natürlich so schnell wie möglich wieder einsteigen kann. Also ist er auf einem guten Weg. Aber es wird noch nicht für die nächsten Tage reichen, auf keinen Fall. Vorerst die Lösung mit Cinco da links. Da sieht es so nach aus. Kann ich so einfach sagen. Also, ja. Also sieht nach der Lösung mit Stein und Cinquotta auf den Außenpositionen aus. Im Mittelfeld, ich meine, der Costa fällt, Schwarz hast du gesagt, kann nichts. Wer bleibt noch übrig? Ja. Nochmal die Frage nach der Besetzung jetzt im Mittelfeld. Das ist das Problem. Nein, aber der Blacky weiß, dass er eigentlich am Mittwoch sollte eine Pause machen. Und das war es Mittwoch, Dienstag. Und er wusste eigentlich, dass er morgen auflaufen wird. Also wir werden es mit Blacky, mit Schwarz versuchen. Und von da aus, ich hoffe, dass es dann dementsprechend auch alles gut geht. Also er wird spielen. Nico, weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, wie Nico ist 100%. 120 Minuten nach so vielen Monaten war sehr ordentliche Leistung, auch wenn es am Anfang ein bisschen schwierig war bei ihm. Aber man muss auch jemand mal das zugestehen, dass er nach so vielen Monaten wieder reinkommt. Und meine Planung, ja, man denkt an Nico, auf jeden Fall, ja. Die übliche Frage, Tom, ist noch nicht so weit. Frage nach Thomas Ratgeber, wie weit er ist. Er wird in der zweiten Mannschaft, wird er 90 Minuten spielen, jetzt am Wochenende. Das ist das erste Mal jetzt, dass er mal durchkommt. Ich hoffe, übersteht es gut, ist auf einem guten Weg. Und dann hoffen wir, dass er bald mit oben dazu stoßen wird. Frage an Matthias Schwarz. Ich habe den Sechser gespielt. Jetzt ist Christian Costa sozusagen fällt aus. Wäre da auch eine Position? Was ist denn so eigentlich Ihre Lieblingsposition? Wo sehen Sie sich am ehesten? Matthias, die Frage an dich. Was ist deine Lieblingsposition? Wo siehst du dich am ehesten auf dem Spielfeld? Ja, wir haben jetzt meistens so gespielt mit Zert vor der Abwehr und dann zwei Mittelfeldspieler noch davor. Und eine von den Positionen spiele ich eigentlich am liebsten. Aber ist auch kein Problem, wenn ich mal auf einer anderen Position spiele. Also das geht alles im Mittelfeld. Gibt es noch weitere Fragen? Wie weit ist diese 120 Minuten von Darmstadt? Ist das eher Lust oder ist das eher Last, die zu verkraften? Die 120 Minuten von Darmstadt, ist das eher Lust oder Last in der Nachbetrachtung für die Spieler? Wie haben die Jungs das verkraftet? Ja, weder noch. Ich denke mal, Stuttgart ist auch bekannt, dass sie auch gespielt haben, gleiche Uhrzeit, eine halbe Stunde weniger. Und ich denke mir, was dann wieder ein kleines Vorteil ist für uns, wir spielen 120 Minuten, haben ein positives Ende, die 90 Minuten haben ein negatives Ende, also dann damit gleicht sich die halbe Stunde ja wieder aus. Also ich glaube nicht, dass man sich da so viel drüber nachdenken sollte. Einfach hingehen, alles Beste dafür tun, um die Punkte mitzunehmen und dann wieder nach Hause fahren. Deswegen. Und das werden wir auch machen.
Okay. Ja. Wenn dann keine weiteren Fragen mehr sind, ich habe jetzt auch fertig geschrieben, dann darf ich jeden noch einladen, morgen im Fanshop vorbeizuschauen bei der großen Eröffnung. Auch die Mannschaft wird da sein, kurz vor der Abfahrt nach Stuttgart. Wir haben außerdem eine Autogrammstunde um 12.30 Uhr mit den drei Spielern, die ja jetzt hier vorne auch schon auf dem Plakat zu sehen sind. Und dann nochmal mit denen, die nicht im Kader sind für Stuttgart unter anderem. Also leider hätten wir ihn natürlich auch gerne dabei gehabt. Aber in dem Fall kann der Fanshop davon profitieren. Hier um 17.30 Uhr der Kapitän Elton da Costa. In diesem Sinne, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag und bis morgen hoffentlich.